Hallo, mein Name ist Marc Leifelt von Evaco und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Evaco Education Serie zum ClickSense Datenmanager. Heute zeige ich Ihnen die Detailansicht des Datenmanagers. Nachdem wir bereits in den letzten Videos den Datenmanager im Allgemeinen kennengelernt haben und die ersten Daten geladen haben, zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie Ihre Daten genauer betrachten, analysieren und gegebenenfalls bearbeiten können. Klicken Sie doppelt auf eine Tabelle, im Datenmanager auch Bubble genannt. Nun öffnet sich eine neue Ansicht und Sie bekommen eine Vielzahl weiterer Informationen und Einblicke. In der obersten Zeile sehen Sie detaillierte Informationen über Ihre Tabelle. Rechts daneben stehen Funktionen wie Entpivotieren, Felder hinzufügen oder weitere Daten hinzufügen für Sie bereit. Dank der Datenprofilerstellung analysiert ClickSense die Feldnamen und den Inhalt der Felder und erkennt somit automatisch zum Beispiel Geofelder oder Datumsfelder. Unten links erhalten Sie Informationen über die Zusammensetzung Ihrer Tabelle. Wählen Sie die entsprechende Spalte aus und Sie erhalten Informationen zu dieser. Somit können Sie Ihre Daten auf potenzielle Qualitätsprobleme wie Null- oder Ausreißerwerte untersuchen, bevor Sie diese in ClickSense laden. Rechts daneben haben Sie verschiedene Tools zum Bearbeiten der Daten. Die Auswahl der Tools ist abhängig vom Inhalt der gewählten Spalte. Es stehen die Funktionen Ersetzen, Nullwerte ersetzen, Reihenfolge, Teilen und Spanne zur Verfügung. In einem weiteren Video stelle ich Ihnen diese Funktion im Detail vor. Weitere Tipps rund um Click finden Sie auf unserer Website und unseren Social Media Kanälen.